thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Montag, eine neue Woche fängt an. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start. Ich habe auf jeden Fall einen guten Start mit 4 tollen Nachrichten für euch. Zum einen gibt es Gerüchte um das neue Call of Duty, in welcher Epoche das Ganze spielen wird. Dann ist er jetzt endlich da, der erste Trailer zum neuen Han Solo Film und jede Menge andere Trailer sind rausgekommen. Außerdem wurde jetzt ein PUBG angekündigt, das allerdings mit Autos ist. Ich weiß, es gibt Autos in PUBG, aber das ist ein reines Auto. PUBG in dem Sinne. Und dann gibt es noch weitere Infos zu Far Cry 5 bzw. zum Season Pass und wie die DLCs aussehen werden. You think you got some guts, don't you? Was ist denn das? Well, look, it's all or nothing. It's all been leading to this. Let's move. Treyarch arbeitet ja schon seit geraumer Zeit am neuen Call of Duty und da stellt man sich die Frage, in welcher Zeitepoche wird das spielen? Spielt das vielleicht auch im Zweiten Weltkrieg? Nun, laut Brancheninsider Mark Sellers wird das neue Call of Duty aus dem Hause Treyarch, das dieses Jahr rauskommt, Black Ops 4 und wird deswegen auch in der Moderne spielen. Außerdem soll Black Ops 4 dann auch für die Nintendo Switch erscheinen, neben PC, Xbox One und PlayStation 4 natürlich, und wird auf der Switch dann auch DLC-Support bieten. Das muss man alles noch mit Vorsicht genießen. Wie gesagt, sind Gerüchte. Falls es da Neues gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Gestern war der Super Bowl. Da sind jede Menge neue Trailer zu coolen Filmen rausgekommen. Mission Impossible 6, Jurassic World 2, zur Serie Westworld auch was und natürlich der erste Han Solo Teaser. Und heute dann ist der komplette Trailer zum Han Solo Solo-Film rausgekommen, der im Mai durchstarten soll. Man sieht schon mal Alden Ehrenreich in der Rolle von Han Solo und wie heißt hier, Lando Calrissian sieht man auch und natürlich Chewbacca. Schaut euch den Trailer einfach an, vielleicht trifft er genau euren Geschmack. Es gibt erste Infos zum Far Cry 5 Season Pass. Der wird mehrere DLCs umfassen, die ziemlich abgefahren sind. 3 DLCs wird es geben. Der erste DLC wird sich mit dem Vietnamkrieg beschäftigen. Da werdet ihr gegen die Vietcong kämpfen. Beim zweiten DLC handelt es sich um eine Art Zombie-DLC. Da gibt es dann Zombie-Action-B-Movie-Style. Und der dritte DLC schickt euch auf den Mars. Da müsst ihr dann gegen Aliens kämpfen. Finde ich ziemlich abgefahren und cool. Und dann gibt es noch einen Bonus für alle Season Pass Besitzer. Ihr kriegt nämlich dann auch noch Far Cry 3 dazu. Finde ich ziemlich cool. Das wird nämlich angepasst für die Xbox One und für die PlayStation 4. Far Cry 5 kommt Ende März dann in die Läden. PUBG ist ja mega erfolgreich. Kein Wunder, dass da viele Entwickler auf den erfolgreichen Zug aufspringen wollen. Jetzt wurde ein PUBG angekündigt oder ein PUBG-ähnliches Spiel angekündigt, das ein bisschen anders ist bzw. einen kleinen Twist hat, denn statt einer menschlichen Figur steuert man dort ein Auto. Genau, man wird mit einem Auto auf einer Insel abgeworfen und muss sich dann gegen andere Autobesitzer durchsetzen. Die Autos haben Wummen an Bord. Es wird also auch ordentlich geballert. Die Map wird nach und nach kleiner und gewonnen hat der am Ende dann als letzter dasteht. Das Ganze wird heißen Not My Car. Mehr weiß man dazu leider noch nicht, außer dass es halt für einen PC kommen soll. Man weiß aber nicht, wann es kommt. Man kann sich aber jetzt schon auf der Webseite des Spiels für die Pre-Alpha anmelden. Ja, das waren die Nachrichten schon wieder. Haben wir 4 gehabt, gell? Schaut euch doch einfach den Han Solo Trailer an. Meines Erachtens mit das Interessanteste. Ob euch gefällt, könnt ihr gerne im Kommentarbereich diskutieren. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.